Hashimoto und Kinderwunsch? Diese vier Fakten musst du unbedingt wissen. Erstens, es kann mit Hashimoto schwerer sein, schwanger zu werden. Zum Verständnis, Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, die die Schilddrüse angreift. Allerdings hat die Schilddrüse auch Einfluss auf die Sexualhormone. Und deswegen kann Hashimoto die Fruchtbarkeit reduzieren, weil es das Hormongleichgewicht durcheinander bringt. Zweitens, schwierig bedeutet allerdings nicht unmöglich. Laut einer Studie werden 53% aller Frauen, die wegen einer Hashimoto einen unerfüllten Kinderwunsch hatten, am Ende dann doch schwanger. Ich bin übrigens eine davon. Drittens, Schilddrüsenerkrankungen sind wahnsinnig häufig. Jede dritte Frau in Deutschland weist Veränderungen an ihrer Schilddrüse auf. Viertens, oft wird bei Hashimoto empfohlen, auf Jod zu verzichten. Das liegt daran, dass Jod tatsächlich die Entzündung der Schilddrüse verschlimmern kann. Du solltest das aber auf jeden Fall mit deinem Arzt oder deiner Ärztin besprechen. Und für den Fall, dass dir empfohlen wird, auf Jod zu verzichten, kein Problem, Babyforte Kinderwunsch gibt es auch ohne Jod. Alle anderen wichtigen Vitamine und Spurenelemente sind selbstverständlich enthalten.